Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Bully die Ehrenrunde. Mein Name ist Cajun und ich habe viele geile Kommentare bekommen, die mir gesagt haben, wo ich einen Roller herbekomme, um damit durch die City zu cruisen. Den werden wir uns auch gleich besorgen. In diesem Part werden wir nur versuchen, uns den Roller auf dem Jahrmarkt zu erkämpfen. Aber vorher gehe ich mal ins Bett, weil meine Energie schon wieder an der untersten Stufe angelangt ist. Und ich keinen Bock habe, mir Cola zu kaufen. Da klingelt auch schon der Wecker. So, und dann werden wir mal direkt zum Jahrmarkt gehen. Aber vorher würde ich gerne noch eine Unterrichtsstunde mitmachen. Ich hoffe, es ist nicht hier Geografie, würde ich schon sagen, Erdkunde. Denn ich habe ehrlich gesagt die amerikanischen US-Staaten immer noch nicht auswendig gelernt. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Kacke wäre natürlich auch, wenn wir jetzt Deutsch haben. Naja, was soll's. Wir gucken uns das auf jeden Fall an. Die Unterrichtsstunde machen wir definitiv noch mit. Und dann mal schauen. So, jetzt wird's aber auch Zeit, dass hier langsam mal die Glocke läutet. Oder ich glaube, ja, weiß ich nicht, wenn's Deutsch ist. Ich könnte eigentlich auch schwänzen. Keine Ahnung. Ah ja. So, die Zeit vergeht. Wir können ja zwischendurch schon mal noch ein paar Spinde knacken. Spinde ist, glaube ich, die Mehrzahl von Spind. Oder ist es Spinz? Ich glaube, Spinz ist falsch. So, weg da. Darum. Oh, da kommt der Präfekt. Nicht verkacken jetzt. Oh, sehr gut. Geschafft. Scheiße, und doch hat er mich erwischt. Mist. Stinkbomben. Kacke. Hat er es gescheckt? So, schnell hier rüberspringen. Und wir haben Sport, so wie es aussieht. Außerhalb der Schule. Vielleicht lernen wir da ein paar neue Moves. Im Zweifelderball natürlich. Springen wir darüber, schnappen unser Skateboard und ich weiß, auf Schnee ist das hier nicht so vorteilhaft. Weil wir das Ding hier kaum steuern können. Aber solange es immer schön geradeaus geht, funktioniert das eigentlich ganz gut. So, wir cruisen hier hinten rum. Da gibt es garantiert auch einen schnelleren Weg, aber... fucking Skateboard. So. Aber ist ja auch egal. Wir haben ja alle Zeit der Welt. So, genau. Und hier, was ist das denn? Ach, nee. Ach, Arbeitslehre. Scheiße. Das habe ich im letzten Mal auch gut verkackt. Irgendwie so ein Fahrrad zusammenbasteln oder sowas. Na, klasse. Cars are for seniors. You gotta walk before you can run, boyo. Ja, gucken wir mal. So. Führe die entsprechende Aktion aus, wenn ein Symbol erscheint. Los! Okay, 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 okay. Was? Ich hab doch gedreht! Ist der behindert oder was? Oh Mann, genau deswegen habe ich das letzte Mal verkackt. Was ist? Ich dreh doch die Maus! Okay, 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 nochmal. Das sieht gut aus. Das kann ich auch. S drücken. Wunderbar. Oh, scheiße. Nein. Und ich glaube, da haben wir es auch schon wieder verkackt. Ja, klasse. Schon wieder das zweite Mal. Oh, Mann. Das ist aber auch schwer. Ihr müsst das auch mal machen. Das ist unglaublich schwierig. Zumindest ohne Gamepad. Ah ja, genug gelabert. Wir gehen auf den Jahrmarkt. Und zu diesem Zweck holen wir uns natürlich unser fettes Mountainbike, welches wir uns gekauft haben. Das ist natürlich wieder genau auf der anderen Seite. Also müssen wir da hier mal kurz über die Mauer springen, haben wir auch gemacht und sind schon wieder auf dem Weg hier in unsere Hood. Jetzt geht das Tor, glaube ich, sogar automatisch auf. Jupp. Und jetzt wird wieder der Finger wund getippt. So muss das sein. Schnell durchs Tor. Haben wir passiert. Herrlich, sage ich euch. Und ich weiß gar nicht, warum die Mucke kommt. Also ich habe auch in den Kommentaren gelesen, dass man möglichst einen Helm aufsetzen sollte, um mit dem Roller zu fahren. Aber ich glaube, wir sind schon falsch abgebogen, oder? Weil man sonst von der Polizei angehalten wird und das war... Boah, scheiße. Das wollen wir natürlich nicht. Oh, so viel Energie gleich abgezogen. Das ist ja unglaublich. Okay. Wir bräuchten vielleicht auch mal eine Coke.
Obwohl, auf dem Jahrmarkt kann uns eigentlich ja nichts passieren. Oh, scheiße, Gewalt gegen Erwachsene. Nein! 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 Die Staatsgewalt ist uns auf den Fersen. Schneller! Komm schon, Jimmy, schneller! Und rot bis zum Anschlag da, unsere Warnanzeige. Und da kommt von vorne auch noch so ein Mann vorbeigelaufen. Oh nein! Oh, er hat mich! Ich hab doch nichts gemacht, das war aus Versehen, Leute! Ach, den kann man auch alles erzählen. Müsste trotzdem festgenommen. Scheiße. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Da, zack, also hinter uns, dann müsste da ungefähr... Ach komm, hau ab da! Dann müsste hier der Jahrmarkt sein irgendwo. Und deswegen steigen wir auch wieder auf unser Board. Ja, okay, ich glaube, ich weiß, wo es lang geht. Einmal hier rum. Oh, oh. So, durch den Tunnel hindurch. Scheiße. Oh, ey, auf Schnee ist das so übel. Und da sind wir auch schon. Und wir können ja erstmal ganz kurz, bevor wir hier... Ja, yeah, erstmal das Tor aufgetreten. Ein guter alter Chuck Norris Manier. Bevor wir hier an diversen Gewinnspielen teilnehmen, können wir uns ja erstmal gucken, im Souvenirshop angucken, wie teuer so ein Roller überhaupt ist, wie viele Gewinnbons wir dafür eigentlich brauchen. So. Frage ist aber auch, also ich sehe hier keinen. Ach, da, hier, das kleine Ding da oder was? Ach du Scheiße. Das sieht aus wie eine, wie heißt denn das Ding hier? Schwalbe oder so. So. 75 Preisbons! Ihr wollt mich doch verarschen, Leute. Ah, das wird ein sehr, 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 sehr langer Part. Und wir werden es auch, wir werden immer noch gesucht, sehe ich gerade. Wir werden es erstmal versuchen mit Hau den Lukas auf die Schnauze. Und, da muss man eigentlich nur ganz schnell eine Taste tippen und kriegt dafür dann auch gleich 3 Preisbons. Dann muss man dann erstmal wieder finden hier den Lukas. Ach, da ist er. Hier. Also genug Kohle haben wir ja eigentlich, ne? $1 kostet ja nichts. Okay, 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 okay. So, mal gucken. Oh, komm schon! Oh, nee. Alles klar, wir hauen den Lukas nicht nochmal. Macht mir keinen Spaß. So flink sind meine alten Gichtpfoten dann doch nicht. Wir gehen hier wieder rüber zu The Shooting Range. Das können wir nämlich gut. Da bin ich gut geskillt. Okay, Mädels nicht abschießen. Ja, kennen wir ja. So. Und wir werden jetzt hier erstmal ein paar Runden ballern. Zack, zack. Eine Frau. Für Kaktus gibt's nichts, glaube ich, oder? Was? Fuck off. Mist. Scheiße. Komm her, komm her, komm her. Das ist auch immer so verzögert, der Schuss. Das ist unglaublich. Da muss man wirklich... Oh, die sind so schnell. Nein! Gibt's ja nicht noch andere Spiele, wo man so in kürzerer Zeit mehr Preisbons gewinnen kann? Aber jetzt läuft's eigentlich auch schon. Relativ gut. Oh, 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 hier, komm her! Oh, Mist. Der hätte nochmal ordentlich was gebracht hier. Aber naja, kann's ja nichts machen. So, kann man eigentlich die Verkäuferin da abschießen? Nee, geht nicht. Komme ich nicht ganz rüber. Auge raus, sage ich nur. So, bam, bam, boom, 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 Mist, Mist, überall daneben. Die Zeit ist um, was? Okay, 145. 2 Preisbons nur. Ach komm, was soll's, wir machen das gleich nochmal. $2 kostet der Spaß auch, das ist viel teurer als hau den Lukas. Ja, ja, komm her. So, wo seid ihr? Das ist so ein bisschen wie Moorhuhnjagd. Im Moorhuhnjagd war ich eigentlich overskilled. Oh, oh, komm her, komm her, komm her, komm her! Oh, Mist. So, dass es irgendwann gar keinen Spaß mehr gemacht hat, das zu spielen. Aber hier ist irgendwie die... Steuerung schon echt unange... Alter, das gibt's doch gar nicht. Unangenehm ist die Steuerung hier nämlich. Ich habe so Dauerfeuer wäre vielleicht nicht schlecht hier. Ein Knopf drücken und er ballert hier aus allen Rohren. Das wäre ganz cool. Oh, Alter. Und manche wollen ja, dass ich hier so ein Battlefield
Let's Play mache oder sowas. Und wenn ihr euch das hier anschaut, dann wisst ihr schon ganz genau, warum ich es eben nicht mache. Weil ich dann innerhalb von 2 Minuten mindestens 4-mal auf den Sack kriege. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Vielleicht mache ich es aber doch noch irgendwann. So, die Zeit ist schon wieder um. Jetzt haben wir ein paar Punkte mehr als eben. Aber trotzdem nur 2 Preisbons. Und bevor wir uns jetzt die nächste Bude ansehen... 75 Preisbons, Leute. Ist doch nicht euer Ernst, ey. Ich kann doch hier nicht die ganze Folge hier auf dem scheiß Jahrmarkt hier rumtouren. So, Tickets, Achterbahn fahren. Nee, wollen wir nicht. Wir wollen hier Preisbons gewinnen. Was gibt's denn noch? Was ist das denn Schönes hier? Splash. Gut, Splash. Kann ja nicht so schwer sein. So, was müssen wir machen? Ja, okay, alles klar. Ja, aber wo ist denn hier... Ach so, ah, alles klar. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Komm her. Jo, alles klar. So, ich hab 3 Preisbons. Haha. Und der kleine Gnome ist reingeflogen. Also ich glaube, das Spiel nehme ich. Da kriege ich, komme ich auch am schnellsten auf die 75. Ist auch nicht so teuer, kostet nämlich nur 1 Dollar. Also das heißt, so, komm her, komm her, komm her, komm her. Mist. Ah ja. So, weiter geht's. Wie viele Bälle habe ich überhaupt? Komm schon. Yeah. Und ab ins Wasser mit dir. Haha. Wo soll auch immer diese Lilliputaner herkramen? Aus dem Elbental wahrscheinlich. Wo die auch immer herkommen, ich weiß es nicht. So, eine Runde machen wir noch. Wie viel Preispunkte haben wir? Wir müssen auch schon an die 40 sein. Oder nicht? Nein! Okay, nächste Runde. Komm her, komm her, komm her. Das erinnert mich so ein bisschen an Sniper hier. Mit Atmung und sowas alles. Ja, 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 ja. Aber das bekommen wir eigentlich recht gut hin hier. Dafür ist meine Reaktionszeit ausreichend. Um nicht zu sagen, ausgezeichnet. Ach komm, wir machen noch einen. Wir können ja hier echt nicht die ganze Zeit hier für diesen Kackroller hier die ganze Folge verschwenden. Naja, ihr habt es euch ausgesucht. Ihr Mieslinge. Genug Kröten haben wir zumindest dabei. Zack, schon wieder getroffen. Herrlich. So, komm schon. Weiter geht's. Komm, 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 komm. Go, 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 go. Enemy ahead. Yeah. So, wir schießen nochmal freudig hier auf die rote Nase der Zielscheibe und befördern den guten Mann in dem Pool voll... Weiß ich, was das ist da, wo der da sitzt. Kann das sein, dass es immer schneller wird hier eigentlich? Mist. Oh, und doch noch getroffen. Coole Sache. Wie oft müssen wir denn da eigentlich treffen, dass wir hier 75, 75 Leute, 75 Preisbons endlich haben. Ach komm, was soll's, wir machen's einfach nochmal. Wir haben ja noch nichts gerissen heute. Und wir wollen ja schließlich den Roller haben. Und wenn wir den einmal haben, dann, mehr. Dann haben wir den natürlich auch. Und wir müssen nie wieder auf diesen Jahrmarkt gehen. Glücklicherweise. Also hoffe ich zumindest. Wer weiß, dass da noch für epische Missionen auf uns warten, hier auf dem Rummel. Plitsch, platsch. Mach den Zwerg nass. Jo, das war ein kurzes Vergnügen. Kriegen wir da mehr als 3 Preisbons? Nee. So, und wir gehen jetzt. Genau, ihr habt es erfasst. Nicht weiter, sondern wir werfen einfach nochmal auf Plitsch, platsch drauf. Uffe, rote Nase hier. Wunderbar. Zack. Und es geht ja eigentlich immer schneller. Ja, es lernt. Und auf in die nächste Runde. Splish, splash, splash, splush. Oder wie das auch immer ausgesprochen wird. Ich bin so froh, dass wir genug Kohle haben. Also alternativ würde ich mir den Roller natürlich auch kaufen von dem vielen Geld, was ich habe. Aber ich, irgendwie weiß ich auch nicht. Ah ja. Gut. Also werden wir jetzt weiterziehen und zwar genau, wir spielen Plitsch, Splash oder wie das... Wie heißt das denn hier? Splish, Splash. Komisches Wort.
Und der Zwerg ist da nur am Meckern, ne? Der sieht's auch nicht ein. Eigentlich müsste der schon ein entsetztes Gesicht ziehen, wenn er uns hier anrotten sieht. Weil er ganz genau weiß, jetzt ist Badetag. Er hat auch schon einiges nachzuholen, wahrscheinlich, der gute Mann. Badetagsmäßig, meine ich. So, komm, 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 komm. Yo! Splash, splash! Und wieder 3 Bons. Wir müssen jetzt so langsam an die 400 Bons angelangt sein. Um die Schwalbe zu holen. Die gute Schwalbe aus dem Osten, du. Ich glaub's nicht. Und die ist hier bei Bully, du. Wahnsinn! Zack. Ja, ist nicht zu tricky für mich. Was denkst du denn? So, jetzt gehen wir aber wirklich weiter hier. Wir können ja hier nicht ewig rumhängen beim Splish Splash. Aber eine Runde machen wir auf jeden Fall noch. 3, 2, 1, Splish Splash. Oh, scheiße, den hätte ich mal drücken sollen. Oh, den drücken wir jetzt. Und ich freue mich schon echt, mit dem Roller hier die neue Hood zu entdecken und hier rumzugrusen. Müssen wir natürlich dann auch so ein bisschen auf die Passanten aufpassen. Komm, eine machen wir noch. Damit wir die nicht über den Haufen fahren. Aber, komm schon, komm hoch. Zack. Boom. Ja, ja. Da hat er wieder auf den Sack bekommen. Und es geht weiter. Splash, splash. Und ich würde sagen, jetzt hauen wir mal den Zeitraffer an. Also, viel Spaß, Leute. So Leute, ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen. Wir haben es, glaube ich, geschafft. Wir haben einigermaßen viele Bons, um endlich diesen Roller uns zu holen. Und ich kann diesen Zwerg, der da andauernd immer denselben Text runterleiert, einfach nicht mehr hören, ey. Und ich bin froh, dass wir hier gleich der Sonne entgegenrodeln mit unserer Schüssel. Hey, so, jetzt haben wir mal ein paar Preisbons los. 148 Preisbons habe ich. Ach du Scheiße. Naja, habe ich vielleicht doch ein bisschen übertrieben. Aber egal, dann holen wir uns vielleicht noch ein paar mehr Sachen. Wir holen jetzt den Roller.
Aktuelles Radmode bitte setzen. Jo! Scheiße. Falscher Knopf. Jo! Yay! Highway to Hell! So. Aber wir kaufen noch ein bisschen mehr hier ein mit so viel Preisbons. Wer weiß, wofür wir es brauchen. Ein Mädchen-Autoposter. Das sieht gut aus. So, viel Spaß damit. Werden wir bestimmt haben. Coole Sache. Clownshose brauche ich nicht. Clownschuhe. Totale Uhrenneuheit. Die ist ja pink, die Uhr. Nee, die will ich nicht. Was gibt's hier noch? Noch mehr Rockband-Poster. Ja, das passt natürlich zu unserem heißen Ofen, den wir gerade gewonnen haben. Den kaufen wir auch noch. Was ist das hier? Ein Perlenarmband. So eine Scheiße. Nee, ein Heiligenschein. den nehmen wir natürlich mit. So. Ein Haarband. Nee. Okay, danke schön. So, und jetzt werden wir aber mal hier ganz schnell... Da gab es ja gar keinen Helm, oder? Mist. Jetzt werden wir mal ganz schnell... Es ist schon dunkel. Wir müssen nach Hause. Falsche Seite. Verdammt. So. Oh, nein! Lass mich in Ruhe. Ich habe nichts gemacht. Wo ist der Roller, wenn man ihn jetzt braucht? Mist. Okay, dann gleiten wir eben mit der Eisfläche nach Hause. Ich hoffe, euch hat es auf dem Rummel genauso viel Spaß gemacht wie mir am Anfang. Zum Schluss war das Werfen nur noch lästig. Muss ich mal ehrlich sagen. Scheiße. So, wir machen das nämlich mal anders. Wir fahren erstmal mit unserem Bus nach Hause. Och, jetzt schläft der ein hier. Gibt's doch gar nicht. So spät ist es doch nicht. Na gut. Ab zum Bus. Wir können ja mal vorher... Können wir ja mal hier ein bisschen Schabernack treiben. Wo ist unser Raketenwerfer? Haben wir den gerade gar nicht? Ah ja, was soll's. So, du Sack. Hab ich's dir gezeigt. So, schnell im Bus flüchten. Der Busfahrer ist unser Freund. Und ich hoffe, das Fahndungslevel ist weg, wenn wir aussteigen. Nee, natürlich nicht. Wir haben doch schön verfolgt hier. Ah ja. Die lahmen Säcke, die sind eh nicht so schnell wie ich. Da kann man hier ganz gemütlich vorbeilaufen. So, die ganze Schule ist irgendwie auf der Jagd nach uns. Naja, was soll's. So, wir gehen jetzt nämlich hier erstmal an unseren schönen Schrank. Und, wo ist er? Yeah! Unser Heiligenschein, den nehmen wir natürlich mit. So, dann werden wir uns mal ein schönes Motorrad-Outfit hier zusammenstellen. Dass wir auch cool durch die City cruisen können. So, mal gucken, was wir alles haben hier. Wir haben ja schon allerhand Sachen gesammelt. Hier, matte T-Shirt. Coole Sache. Es war noch Winter. Ah, ey, ein Shirt schon wieder. Nee, Pyjama-Jacke. Unterhemd weiß. Was haben wir denn noch hier? War es das schon? Oh yeah, das passt gut hier. Rechter Arm. Schweißbänder. Haben wir nur ein Schweißband oder was? Ja, egal, nehmen wir mit. So, für die Beinchen. Was passt zum Motorradfahren? Genau. Das sieht hervorragend aus. Und dann für die Füße noch ein bisschen was hier. Was haben wir da Schönes? Gummistiefel. Ach, das sieht so herrlich aus. Und jetzt können wir auch direkt mit unserem Motorrad losstarten. Müssen wir natürlich erstmal zur Garage. Ach, sind wir lieblich schon wieder. Herrlich. Ich sollte eigentlich den Designerpreis 2012 gewinnen für dieses awesome Outfit. Wow, Alter, wie ist sie denn hier die Treppe runtergeschlittert? Ich auch. Yeah. Das kann ich nämlich. Haha. So, und dann können wir... Ach komm, wir machen einfach nochmal eine Schulstunde mit, wenn wir schon mal hier sind. Roller fahren können wir ja immer noch. Auch wenn es mich eine Menge Schweiß gekostet hat. So, was haben wir denn hier? Nein, Erdkunde. Nee, haha. Am Arsch mache ich jetzt Erdkunde. Kannst du aber völlig knicken. Bin doch nicht bescheuert. USA. Pff, wer braucht die USA denn schon? So, jetzt ab zur Garage. Scheiße, die sind, glaube ich, auch gleich wieder auf der Jagd nach mir. Ja. Und zwar entweder, weil ich A, keine vernünftigen Klamotten anhabe, oder weil B, Scheiße. Scheiße, Sackgasse, glaube ich, oder? Kann man hier noch lang?
Okay, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Komm, 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 komm. Lauf, Bulli. Da könnte man sich drin verstecken, machen wir jetzt aber nicht. Ich habe ganz vergessen, was ich erzählen wollte, verdammt. Ah ja, egal, dann laufen wir eben noch eine Runde. Zur Garage. Das war die Garage schon immer so weit weg? Wo ist die überhaupt? So, wir steigen wieder aufs Skateboard. Und was wir auch mal wieder gebrauchen könnten, wäre so ein schönes Radio für Chuck Norris, dass er uns mal wieder ein paar Moves beibringt. Aber, so, da ist auch schon die Garage. Herrlich. So, mal gucken, wo wir heute hingrusen. Und wie geil das Gefährt eigentlich ist. So, wir steigen drauf. Alter. Hört euch den Sound an, Leute. Das hat sich gelohnt. Das Ding ist ja richtig fix unterwegs. Gibt's hier irgendwie einen Turbo-Knopf oder so? Das erinnert mich an meine alten Zeiten. Damals, als ich noch 16 war. Wir können hupen. Ich würde ja am liebsten mal hier die Leute über den Haufen kacheln. So, und wir fahren ins Ghetto, würde ich sagen. Ey, jetzt kommt hier, kommt ein anderes Moped oder wie? Komm, verzieh dich hier! Nein! Nein! Mein Moped! Machen wir einfach schnell einen Auftrag. Haha, wir flüchten. Der Köder. What's this gourd kid got that I ain't got? Nothing. You think it's funny, don't you? You think I'm a joke? Well, my little friend, I'm the king around here. Me! I know. You're the king. But my queen is a slut, and now everybody's laughing at me! Well, not anymore! I'm not laughing. Good. Good, kid. You and me, we're gonna teach young Gord to keep his dirty paws off my woman. My queen. Get him to the abandoned building in New Coventry behind Union Hall. I'll be waiting there to school that little weasel. I'll be there. Das hört sich wirklich nach einer spannenden Mission an. Bevor wir die aber machen, Zeit ist leider schon wieder um, sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Cajun LP.